Artikelnummer SCP-105. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-105 ist mit einem Ortungsgerät ausgestattet und derzeit an Standort 17 untergebracht. SCP-105 ist derzeit mit eingeschränkten Sozialisierungsprivilegien der Klasse 3 ausgestattet, die es ihr auf Grundlage ihres anhaltend guten Verhaltens und ihrer Zusammenarbeit mit Foundation-Personal erlauben, mit genehmigtem Personal Umgang zu haben. Die persönliche Kamera von SCP-105 mit der Bezeichnung SCP-105-B befindet sich in einem verschlossenen Schließfach im Lager für hochwertige Gegenstände in Standort 19. Solange sich SCP-105-B innerhalb des Sicherheitsbehältes befindet, müssen die Standortabwehrsysteme, explosiv, chemisch, biologisch und mimetisch, jederzeit in Betrieb sein. SCP-105 ist der Kontakt mit SCP-105-B oder jeder anderen Kamera nur nach Zustimmung des derzeit leitenden Forschers erlaubt. Beschreibung: Bei SCP-105, früher unter dem Namen Iris Thompson bekannt, handelt es sich um einen weiblichen Menschen europäischer Abstammung. Aus unseren Aufzeichnungen geht hervor, dass SCP-105 geboren wurde, weshalb sie zum Zeitpunkt der Sicherstellung Jahre alt war. Sie besitzt blondes Haar und blaue Augen und ist zum Zeitpunkt der Niederschrift 1,54 Meter groß und 50 Kilogramm schwer. Sie scheint keine außergewöhnlichen körperlichen Merkmale zu besitzen und im Grunde ein normaler Mensch mit guter Gesundheit zu sein. Bei SCP-105-B handelt es sich um eine Polaroid OneStep 600 Kamera, die 1982 hergestellt wurde. SCP-105-B scheint keine ungewöhnlichen physischen Eigenschaften zu besitzen und im Grunde genommen eine normale Polaroid-Kamera zu sein, die für alle Personen außer SCP-105 normal funktioniert. Wenn SCP-105 ein von SCP-105-B aufgenommenes Foto in der Hand hält, verändert sich das Bild von der ursprünglichen Aufnahme zu einem Echtzeitbild des betreffenden Ortes oder Objektes. SCP-105 ist in der Lage, durch das Foto hindurch zu greifen und Objekte zu beeinflussen, die sich in Reichweite des ursprünglichen Aufnahmepunktes befinden. Personen, die Zeuge dieser Einflussnahme sind, berichten, dass sie eine körperlose weibliche Hand, die als die von SCP-105 identifiziert wurde, gesehen haben, die aus einem unsichtbaren Portal herausragte und die entsprechenden Handlungen ausgeführt hat. SCP-105-B und die von dieser Kamera aufgenommenen Fotos besitzen keine ungewöhnlichen Eigenschaften, wenn sie von einer anderen Person benutzt werden. SCP-105 hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, Objekte, die in anderen Fotografien abgebildet sind, in einem begrenzten Maße zu manipulieren. Eine volle Ausnutzung ihrer Fähigkeiten ist aber nur mit Aufnahmen von SCP-105-B möglich und bislang konnte 105 ihre Fähigkeiten nur durch Verwendung solcher Fotos nennenswert verbessern. Anhang 1: Umstände der Sicherstellung. Die Foundation nahm zum ersten Mal Kenntnis von SCP-105 kurz nach dem Mord an ihrem Freund. SCP-105 hatte behauptet, zum Zeitpunkt des Mordes mit dem Opfer telefoniert zu haben, was sie dazu veranlasst hatte, zum Tatort zu eilen. Die Anrufaufzeichnungen konnten diese Geschichte jedoch nicht bestätigen, was dazu führte, dass sie zur Hauptverdächtigen im Mordfall wurde. SCP-105 informierte ihren Anwalt, dass sie den Mord tatsächlich durch ein Foto, das sie einige Tage zuvor von ihrem Freund aufgenommen hatte, beobachten konnte. Der fragliche Anwalt ignorierte die Geschichte und empfahl ihr, sich schuldig zu bekennen. Das Objekt weigerte sich, dies zu tun, und erzählte ihre Geschichte anschließend vor Gericht und bot an, ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Dies führte zum Kontakt mit der Foundation. Das Objekt wurde umgehend von der Foundation in Verwahrung genommen. Mitarbeiter stellten daraufhin SCP-105-B in der Wohnung von SCP-105 sicher, ersetzten es durch ein identisches Modell und händigten es dem Subjekt aus. Die Eltern von SCP-105 wurden darüber informiert, dass sie bei der verfuschten Flucht eines anderen Patienten der psychiatrischen Pflegeeinrichtung getötet worden war. Anhang 2: Auszug aus Befragung 105-08-4426 am. Bitte stellen Sie sich kurz persönlich vor. Name, Geburtsdatum und Ort. Okay, mein Name ist Iris Thompson. Ich wurde am 12. Mai in Phoenix, Arizona geboren. Gut, erste Frage. Wann sind Sie sich Ihrer Fähigkeiten bewusst geworden? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war entweder 10 oder 11. Ich erinnere mich, weil ich mir ein Bild des Ozeans angesehen habe und dabei bemerkt habe, dass sich die Wellen angefangen haben zu bewegen. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie ihnen davon erzählt haben? Sie sagten nur, dass ich eine überaktive Fantasie hätte.
Wann haben Sie entdeckt, dass Sie in der Lage waren, Objekte durch ein Foto zu manipulieren? Das ist zum ersten Mal passiert, als ich 11, 12 vielleicht war. Ich war mit meiner Familie auf einem Ausflug zum Grand Canyon gewesen. Ich habe mir danach das Fotoalbum angeschaut und berührte aus Versehen eines der Fotos. Dabei stieß ich einen Stein über die Klippe den Grand Canyon hinunter. Ich konnte ihn sogar klappern hören, während er herunterfiel. Fahren Sie fort? Danach war ich vom Fotografieren fasziniert. Meistens hat es nicht so richtig funktioniert mit den Fotos, die ich geschossen habe. Aber dann haben mir meine Eltern die One Step 600 zu Weihnachten geschenkt. Ich hatte ewig darum gebettelt. Nachdem ich die Kamera bekommen hatte, war es einfacher, mit den Fotos zu interagieren. Das ist die Kamera, die wir als 105-B bezeichnen. Ihre persönliche Kamera? Ja. Auf wie viele Fotos können Sie sich gleichzeitig konzentrieren? Mit denen von meiner Kamera habe ich schon 10 gleichzeitig geschafft, aber ich bin mir sicher, dass ich es irgendwann mit noch mehr schaffe. Welchen Eindruck haben Sie von Ihrer bisherigen Zeit bei der Foundation? Bitte antworten Sie. Wir verübeln Ihnen auch nicht die Antwort. Es fühlt sich an wie das Gefängnis. Ein anderes Gefängnis und andere Werte. Aber ich weiß, es ist besser als das, was mir hätte passieren können. Sie waren sehr kooperativ während Ihrer Zeit hier. Ich bin ziemlich gut erzogen. Ich mache auch gerne bei den Experimenten mit. Einige dieser Dinge wären mir nie eingefallen. Wissen Sie, warum ich Ihnen diese Frage stelle, Iris? Nein. Wir haben ein spezielles Programm eingerichtet. Wenn es genehmigt wird, dürfen Sie gelegentlich das Gelände verlassen und sich in der Außenwelt bewegen. Wir bitten Sie im Gegenzug nur um ein paar Gefallen. Sind Sie daran interessiert? Anhang 3. Geschichte des Einsatzes beim mobilen Einsatzkommando Omega 7. SCP-105 war das zweite humanoide SCP, das im Rahmen der Initiative Büchse der Pandora für das mobile Einsatzkommando Omega 7 rekrutiert wurde. Im Gegensatz zu SCP-0762s Team Abel, das mit Angriffs- und Gefangennahmeoperationen beauftragt war, war die Hauptaufgabe von Team Iris Aufklärung und Informationsbeschaffung. Team Iris führte über 20 Missionen in Zusammenarbeit mit der Bow-Kommission durch. Diese Missionen verliefen schnell und ohne Zwischenfälle. Der erste disziplinarische Zwischenfall im Zusammenhang mit SCP-105 betraf die Eskalation des Aufgabenbereichs des Team Iris von Aufklärung zu Attentaten. SCP-105 widersetzte sich gewaltsam den Einsatz ihrer Fähigkeiten zur Durchführung von Attentaten, auch nachdem Mitglieder der Baukommission wiederholt versucht hatten, ihre Mitarbeit zu sichern. Siehe Befragungsprotokoll 105-21-654-3. Während dieser Ereignisse geriet SCP-105 in eine emotionale Notlage und versuchte dem Foundation-Personal vorzutäuschen, dass ihre anormalen Eigenschaften verschwunden seien. Dr. D. legte einen Bericht vor, in dem er empfohlen wurde, SCP-105 als neutralisiert zu klassifizieren, einer Behandlung mit Anästhetika zu unterziehen und unter regelmäßiger Überwachung wieder in das öffentliche Leben einzuführen. Diese Empfehlung wurde abgelehnt. Daraufhin unterstützte Dr. D. SCP-105 bei einem Sicherheitsverstoß, der darauf abzielte, dem Gewahrsam der Foundation zu entkommen. Dieser Versuch war aber nicht erfolgreich und SCP-105 wurde wieder eingefangen. Siehe Vorfall X45, Standort 17. Die Untersuchungen ergaben anschließend, dass Dr. D. SCP-105 absichtlich dazu ermutigt hatte, den Verlust anormaler Fähigkeiten geltend zu machen. SCP-105 demonstrierte ihre anormalen Fähigkeiten im Austausch gegen die Wiederherstellung ihrer begrenzten Privilegien erneut. Nach dem Ende der Initiative Büchse der Pandora wurden alle Teams des mobilen Einsatzkommandos Omega 7 aufgelöst und SCP-105 wurde an Standort 17 zurückgebracht. Aufgrund des Sicherheitsrisikos, das sie darstellt, und des Mangels an gegenwärtigen Nutzen ist SCP-105 derzeit kein Zugang zu SCP-105-B gestattet. Alle weiteren Informationen über das mobile Einsatzkommando Omega 7 werden auf Anordnung der Registratur, Aktenverwaltung und Informationssicherheitsadministration versiegelt. Direktorin. Anhang 4. Besonderer Hinweis bezüglich aktueller Status der Verwahrung. Im Anschluss an Vorfall R1300 Standort 17 wurden viele formelle und informelle Berichte über SCP-105 und eine angebliche Verbindung zum mobilen Einsatzkommando Alpha 9 eingereicht.
Diese Berichte stellen einen ernsthaften Sicherheitsverstoß dar. Alle Informationen bezüglich des mobilen Einsatzkommandos Alpha 9 sind vertraulich. Alle Informationen bezüglich der aktuellen Forschung über anormale Merkmale von SCP-105 sind vertraulich. Alle Berichte oder Gerüchte bezüglich einer aktuellen oder kürzlich erfolgten Verwendung von SCP-105 als Foundation-Agentin sind als kategorisch falsch zu betrachten und sollten der Registratur, Aktenverwaltung und Informationssicherheitsadministration gemeldet werden. Direktor